Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen heute mal zu einem etwas anderen Video, denn heute werde ich euch mal eine Real-Life-Story erzählen. Falls ihr es nicht wusstet, bevor mein Kanal Johnny Hunt hieß, hieß der Amazon Boy und da habe ich so Reviews gemacht. Ich habe einfach irgendwelche Sachen vorgestellt, die ich bei Amazon bestellt habe. Und bevor mein Kanal Amazon Boy hieß, hieß der Tentakel. Da habe ich so eine Tentakelmaske getragen und Real-Life-Stories erzählt. Also das allererste Video auf diesem Kanal war eine Real-Life-Story, aber auch so auf Johnny Hunt. Also seitdem der Kanal Johnny Hunt hieß, habe ich auch schon mal die eine oder andere Real-Life-Story erzählt. Hat euch sogar ziemlich gut gefallen, aber irgendwann habe ich einfach aufgehört damit. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe mir einfach gedacht, dass ich dieses Format möglicherweise wieder zum Leben erwecken könnte. Also hört euch einfach die Story an, falls es euch gefällt, falls ich das vielleicht so einmal die Woche weiterführen soll, dann lasst einfach einen Daumen hoch da, nachdem ihr euch das angehört habt, oder lasst einfach einen Daumen runter da, dann weiß ich Bescheid, ob ihr das sehen wollt. Oder nicht? Okay, wir fangen an. Das Ganze, was ich euch jetzt erzählen werde, ist vor ungefähr 10 Jahren passiert. Da war ich 17. Jetzt bin ich mittlerweile 27. Boah, verdammt, Mann, wo ist die Zeit hin? Die Zeit geht so schnell. Ich weiß noch, damals wollte ich unbedingt 18 werden, damit ich alles machen darf, damit ich Auto fahren darf. Und es ging so langsam, es hat sich so gezogen, bis man 18 wurde. Und seitdem ich 18 bin, einfach so, zack, 23, zack. 25, zack, 27 und dann zack, morgen bin ich schon 35 oder was? Verdammt, die Zeit geht wirklich so schnell rum. Auf jeden Fall war ich 17. Ich hatte schon meinen Autoführerschein in der Tasche, weil ich schon mit 16 angefangen hatte. Und ich war ein richtig fleißiger Kerl, habe schön gelernt, bin erstmal schön einmal durch Theorie durchgefallen und dann einmal nochmal in der Praxis durchgefallen. Aber trotzdem hatte ich ihn mit 17 in der Tasche, musste 500 € extra zahlen. Aber ich sag's euch, bei der Praxisprüfung bin ich durchgefallen, weil der Fahrlehrer mich einfach durchfallen lassen wollte. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ich bin durchgefallen, weil der Prüfer gesagt hat, ich habe nicht in den Innenspiegel geschaut, nicht einmal. Und warum habe ich nicht in den Innenspiegel geschaut? Weil der Fahrlehrer mir das nie gesagt hat. Woher soll ich das denn wissen? Das ist die Geschichte, wie ich durch meinen Führerschein gefallen bin. Aber das ist nicht die Real-Life-Story, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich 17, hatte schon meinen Führerschein in der Tasche und ich durfte ja noch nicht alleine Auto fahren, sondern man durfte nur begleitetes Fahren machen. Das heißt, irgendeine Person musste mitfahren. Das habe ich einmal gemacht mit meinem Vater. Mein Vater ist so ein richtig aggressiver Russe und ich konnte natürlich nicht so gut Auto fahren. Dann habe ich abgewürgt mit seinem BMW. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Der hat zu mir einfach gesagt, das war's. Das war das erste und letzte Mal, dass du mit meinem Auto gefahren bist und fertig. Einmal bin ich gefahren. In der Zeit von 17 bis 18. Wo man eigentlich so mit seinem begleitenden Fahrertyp da fahren soll, um das, um ein Gefühl fürs Auto zu bekommen. Einmal bin ich da gefahren. Danke an dieser Stelle. Vielen Dank. Ja, was ich erzählen wollte. Ich hatte einen Roller, habe ich mir dann zugelegt, weil ich ja kein Auto fahren durfte. Und ey, ich sag's euch, Freunde, ich hatte den hässlichsten Roller überhaupt. Der hieß, das war ein Peugeot, entweder Elista oder Elysée oder irgendwie so hieß der, ich weiß nicht. Aber ich blende euch mal ein Bild ein. Das war wirklich der hässlichste Roller überhaupt. Keiner wollte mit mir fahren, weil er so hässlich war. Jeder hat sich geschämt für meinen Roller. Aber es war mir egal, weil er hat so ein großes Helmfach gehabt. Jeder hat sich geschämt, mit mir zu fahren, aber wenn ich irgendwas mitnehmen sollte, da war jeder als allererstes bei mir da, weil ich so viel Platz im Helmfach hatte. Und was noch richtig gut war, ich hatte diesen Drosselring da rausgenommen und da ist der Roller einfach 80 gefahren und die Polizei hat mich nie angehalten. Meine ganzen Freunde, die wurden angehalten, haben dann hier Strafe bekommen, was weiß ich. Aber mein Roller, der sah einfach so unauffällig aus und wahrscheinlich sah ich aus wie so ein richtiges Opfer. Die Bullen haben sich sowieso gedacht, ja, der macht doch nichts am Roller, der ist so ein Opfer. Und dann wurde ich halt nie angehalten. Ne? Eines Abends wollten wir zu einer Hausparty, ne? Und ich hatte schon was getrunken und dann bin ich trotzdem Roller gefahren. Also an dieser Stelle, das ist echt eine dumme Aktion, macht es auf gar keinen Fall nach. Und dann ist das halt passiert. Aber ich glaube, das wär auch passiert, wenn ich nichts getrunken hätte, ganz ehrlich. Manchmal bin ich so trottelig. Auf jeden Fall wollten wir dann noch zwei Mädchen abholen. Also ein Freund von mir und ich, wir wollten zwei Mädchen abholen, sind wir mit den Rollern losgefahren. Das war nur so 1 Kilometer, hätte man auch locker laufen können. Sind wir bei denen angekommen, ne? Und dann wollten die nicht mit uns fahren, weil wir halt schon was getrunken hatten. Voll verständlich. Heutzutage würde ich auch, nach 10 Jahre später, würde ich das auf gar keinen Fall machen. Und ich würde auch ganz anders handeln. Ne? Also nochmal, macht das auf gar keinen Fall nach. Und ihr könnt ja aus der Situation dann auch
möglicherweise draus lernen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann so 15 oder 20 Minuten lang gebraucht, um die zu überreden. Die eine hatte gesagt, ja komm, wir fahren mit, und die andere war eher so ein gutes Mädchen, sage ich mal, und hat dann so gesagt, nein, das ist keine gute Sache, komm, ist nur ein Kilometer, wir laufen. Und irgendwann haben wir es halt geschafft, 3-1, Gruppenzwang, und irgendwann haben wir es geschafft, sie zu überreden, ne? Dann wollten die auf den Roller aufsteigen, und ich wollte so richtig auf cool machen mit meinem hässlichen Roller, mit dem hässlichsten Roller der Welt, ne? Und dann wollte ich einfach so ein bisschen Gas geben, und in dem Moment, wo ich so Gas gegeben habe, also ich saß nicht auf dem Roller, sondern ich stand einfach so. Ich stand einfach so und hatte den Roller halt hier in meinem Griff. Dann habe ich so Gas gegeben, und währenddessen ich Gas gegeben habe, hatte ich die Hand nicht an der Bremse, sodass der Roller einfach, da ich auch nicht drauf saß, der ist einfach so, der hat so einen Hochstarter gemacht, und dann wurde er 5 Meter weit geschleudert, und ich habe den auch nicht losgelassen, ich wurde einfach hinterher geschleudert. Ey, der hatte so eine Wucht, ne? Ich bin 5 Meter weit geflogen, der Roller ist noch auf mein Knie gefallen, das Knie, das erzähle ich euch auch noch gleich. Ich kann es nicht glauben, dass das passiert ist, ne? Einfach nur, weil ich die Bremse nicht festgehalten habe, hat der Roller mich durch die Gegend geschleudert. Mein Kumpel, der dann so, ey, was machst du da? Und die ganze Zeit nicht mitfahren wollte, die dann so, ey, das reicht mir jetzt, mit dem fahre ich auf gar keinen Fall mit, hat die überhaupt einen Führerschein, der kann ja gar nicht Roller fahren. Und dann sind die halt gelaufen, und ey, das tat so weh, ne? Meinem Roller ging es ganz gut, aber meinem Knie am nächsten Tag, also wir sind dann erstmal auf die Hausparty gegangen, und ich hatte schon höllische Schmerzen, aber am nächsten Tag hat es einfach 1000 Mal mehr wehgetan. Ich dachte, mein Kniescheibe ist runtergerutscht oder mein Knie ist gebrochen oder sowas. Es war auch einfach doppelt so dick wie vorher. Ich bin dann so zu meinem Bruder gegangen. Mein Bruder, der ist 8 Jahre älter als ich. Und ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe sogar Tränen in den Augen gehabt. Also ich musste fast weinen, weil ich echt Angst um mein Knie hatte. Und ich frage so meinen Bruder, ey, Bruder, kannst du mich ins Krankenhaus fahren? Er sagt einfach nein. Dann frage ich, warum? Da sagt er einfach so, ja, ich setze mich doch nicht 3 Stunden da mit dir hin und warte. Ich weiß nicht wieso. Also wir hatten ja einen Altersunterschied von 8 Jahren, und ich hatte mit meinem Bruder früher nicht so guten Kontakt. Also kann ich schon ein bisschen verstehen, aber trotzdem aus heutiger Sicht schon ein bisschen assi von ihm. Ich kann mich auch noch an eine andere Situation mit meinem Bruder erinnern. Und zwar irgendwann eines Tages hat er mich gefragt, ob ich mit auf Disco fahren will. Und mein Bruder, der war damals immer so eine Art Vorbild für mich. Ich habe immer so, wie es halt ist, der kleine Bruder schaut so auf den großen Bruder herauf. Und ich habe mich so sehr gefreut, dass er mich gefragt hat, ob ich mit in die Disco fahren will mit ihm. Habe ich gesagt, ja klar. Und dann hat er einfach wieder geschrieben, aber du musst dann fahren. Also er hat mich einfach, heute kann ich echt gut drüber lachen, aber ich muss sagen, früher hat es mich schon ein kleines bisschen verletzt. Er hat mich einfach gefragt, ob ich mit in die Disco will, unter dem Vorwand oder mit dem Hintergedanken, dass ich dann fahre, weil anscheinend war kein Fahrer da. Ja gut, das war die Geschichte mit dem Roller. Das war mit das peinlichste Erlebnis überhaupt, ey. Ich wünschte, ich hätte das irgendwie aufnehmen können. Ich sag's euch, der Roller, der ist so weit geflogen und nicht hinterher. Ich glaube, das sah verdammt lustig aus. Und mein Kumpel dann einfach so richtig trocken. Ey, was machst du da? Und das Mädchen, mit dem fahr ich nicht. Und die ist so voll ausgerastet. Ja, also Freunde, macht auf gar keinen Fall so einen Mist. Wenn ihr Alkohol trinkt, dann kein Roller fahren. Dann am besten, trinkt am besten gar keinen Alkohol. Also heutzutage trinke ich fast überhaupt nichts. So 1 oder 2 Mal im Jahr, und wenn, dann ist es wirklich nur sehr wenig. Gut, das war die Real-Life-Story. Das war echt eins der peinlichsten Erlebnisse überhaupt. 10 Jahre lang ist das schon her, verdammt. Hey, Johnny sitzt einfach da und guckt mir zu und schläft dabei ein. Was ist los mit dir, Mann? Okay, Freunde, falls ihr keine Real-Life-Stories mehr verpassen sollt und neu auf dem Kanal, ach egal, ciao.